Katze ist überzeugt, dass Mutter den falschen Hund vom Hundefriseur nach Hause gebracht hat. Es war peinlich. Lernen Sie Millie, die Katze, und ihr Hundegeschwister Lupin kennen. Die Beziehung des pelzigen Paares zu Hause begann etwas holprig, sagt ihre Besitzerin Amanda Alkmin, aber sie entwickelte sich schließlich zu etwas Besonderem. Millie und Lupin lernten die Gesellschaft des anderen lieben. Sie sind beste Freunde, sagte Alkmin. Kürzlich drohte jedoch ein einfacher Ausflug zum Friseur, die gute Sache von Millie und Lupin zu gefährden. Neulich entschied Alkmin, dass die lockigen Hauben des kleinen Lupin einfach ein bisschen zu groß geworden waren. Also sorgte sie dafür, dass er einen saubereren Haarschnitt bekam, was seine Zottigkeit deutlich reduzierte. Millie hingegen hatte die Nachricht nicht erhalten. Als Lupin vom Hundefriseur zurückkam und wie ein ganz neuer Welpe aussah, schien Millie ihn auch so zu sehen, anscheinend überzeugt davon, dass Alkmin den falschen Hund mit nach Hause gebracht hatte. Hier ist dieser Moment im Video. Lupin sah mit seinem frischen neuen Do ziemlich gut aus, aber Millies eisige Reaktion säuerte irgendwie seine große Enthüllung. Sie hat ihn nicht erkannt. Es war super umständlich, sagte Alkmin. Glücklicherweise wurde Millie bald klar, dass Lupin, obwohl sie anders aussah, doch ihre alte Freundin war. Oder vielleicht, dass der neue Betrügerhund in seiner Persönlichkeit so Lupin-ähnlich war, dass sie mit dem Wechsel einverstanden war. Jetzt liebt Lupin nicht nur seinen neuen Look, er teilt auch wieder gute Zeiten mit der Katze, die er am meisten liebt. Millie war schockiert, Lupin nach dem Groomer zu sehen, sagte Alkmin. Aber sie sind jetzt wieder Freunde.